Nach der Bootsfahrt über den Milford Sound im Fjordland ist unser heutiges Ziel Queenstown und der Weg führt uns zunächst zurück zum Lake Te Anau. Luftlinie Milford-Queenstown sind es nur 70 Kilometer. Es gibt jedoch keinen direkten Weg und so fahren wir eine große Umwegschleife nach Süden, woraus dann 300 Kilometer werden. Queenstown ist der meistbesuchte Touristenort der Südinsel. Der Ort hat 11.000 Einwohner und liegt am Lake Wakatipu am Rande der Südalpen. In der während des Goldrausches gegründeten Ortschaft fallen uns das noch aus dieser Zeit stammende Eichhardts Private Hotel und die riesigen Sequoia-Bäume auf. Der Touristenrummel hingegen ist schon eher gewöhnungsbedürftig und will so gar nicht zur stillen Schönheit der Naturumgebung passen. Die zahlreichen Restaurants am Seeufer haben ein hervorragendes Angebot, sind jedoch restlos überlaufen. Die Ente müht sich mit dem ergatterten Happen ab und die Möwen warten auf ihre Gelegenheit. Frühabendliches Licht- und Schattenspiel fügen den See mit der vorgelagerten Baumhalbinsel und der Bergkette zu einer spektakulären Kulisse im Hintergrund. Abwarten und die Gelegenheit nutzen. Das Erfolgsrezept der gierigen Möwen wird belohnt. Die Earnslaw ist ein 1912 erbautes Dampfschiff, das heute noch den Lake Wakatipu befährt. Das Schiff ist eine touristische Sehenswürdigkeit und der einzige noch kommerziell betriebene kohlebefeuerte Passagierdampfer der Südhalbkugel. Etwa 15 Autominuten nördlich von Queenstown werden wir Zeuge der rasanten Jetbootsfahrten auf dem Shot Over River. Hier, wo vor 160 Jahren ein Goldrausch Tausende von Abenteurern hinführte, findet der Nervenkitzel heute auf den Shotover-Jetbooten statt. Angetrieben durch zwei schwenkbare Wasser-Jetstreams gleiten die Boote mit atemberaubender Geschwindigkeit über die Wasseroberfläche und schlagen zur Freude der begeisterten Mitfahrer manche Kapriolen. Die Jetboote haben keine gefährdeten Bauteile unterhalb des Kiels und so genügt die sprichwörtliche Handbreit Wasser selbst zur Passage von Sandbänken.
wohltuende Ruhe empfängt uns 15 Kilometer weiter nordöstlich am Arrow River, nachdem die ehemalige Goldgräbersiedlung Arrowtown benannt ist. Die Tafel zeigt an, wo der Scharfscherer Jack Tuer 1862 das erste Gold entdeckte und damit den berüchtigten Goldrausch auslöste, der tausende Goldwäscher und Abenteurer hierher führte. Goldwäsche wird in dieser Gegend noch vereinzelt durchgeführt. Hier ist es eine beliebte Touristenattraktion. In Lower Arrowtown am Ufer des Bush Creek gab es eine größere chinesische Siedlung. Rekonstruktionen einiger Häuser an einer Ausgrabungsstätte dokumentieren die damalige Lebensweise. Nach wenigen Kilometern Fahrt kommen wir zum Quarra River mit seiner berühmten Bungee-Brücke. Der Quarra River zeichnet sich durch zahlreiche Stromschnellen und starke Strömung aus. Er forderte schon einige Menschenleben. Die Quarra-Brücke, 43 Meter über dem Fluss, heute ein Kulturdenkmal, war der Ort, an dem 1988 weltweit erstmals kommerzielle Bungee-Sprünge angeboten wurden. Der Bungee-Jump ist eine Sekundensache. Die Gummibandlänge ist dem Körpergewicht des Springers angepasst. Und durch die Elastizität des Gummiseils wird der Springer mehrfach nach oben zurückgefedert und pendelt schließlich aus. Vom Boot aus wird der Springer nach dem Auspendeln mit einer Stange schließlich eingeholt. Er kann dann einige Momente im Boot in Ruhe den Kick verarbeiten. Die Sprünge werden gefilmt und ins Infozentrum auf die Großleinwand projiziert. Die Springer haben meist eine Fangemeinde dabei, die mit Beifallsrufen den kühnen Sprung begleiten. Ein Sprung kostet $200, umgerechnet 130 Euro. Hier im Gibson Valley wird Wein angebaut. Im Weingut gibt es auch eine Käserei, wo wir eine zünftige Rast einlegen. Zwei Tage haben wir in Queenstown verbracht. Heute Morgen geht es nach Norden, wieder Richtung Berge, über den Haast Pass zur Westküste und schließlich nach Franz Josef. Insgesamt eine Strecke von 350 Kilometern. Erstaunlicherweise erwartet uns schon kurz hinter Queenstown der höchste Anstieg, bis auf knapp 1200 Meter, mehr als doppelt so hoch wie der Haast Pass, der sich später als recht unspektakulär herausstellen sollte. In der Nähe des Haast-Passes besuchen wir am Haast River
einen der 1000 Wasserfälle Neuseelands, die Fantail Falls. Hier bestaunen wir die große Zahl von Rocky Cairns, Steinmännchen, die von Besuchern hier errichtet wurden. Rasant geht die Fahrt weiter auf der Haast-Past-Makarora Road, bis wir schließlich nach 200 Kilometern nahe der Westküste das Haast Information Center erreichen. Ein modernes Gebäude inmitten der durch das feuchte Klima der Westküste geprägten Vegetation. Ein prima Platz zum Verweilen und Informieren über die Erschließung des Westens im 19. Jahrhundert durch den deutschen Forscher und Entdecker Julius von Haast. Hier in der Ebene im Mündungsgebiet des Haast Rivers erleben wir bereits einen dichten subtropischen Bewuchs, der sich weiter an der Küste, später dann zum tropischen Regenwald verdichtet. Im Visitor Center führe ich ein Gespräch mit der Dame an der Touristeninformation. How old is it? Okay, this building was built in 1991, so it's nearly 24 years old. Das Visitor Center gäbe es schon seit 1991, erwidert sie auf meine Frage. Pro Jahr kämen zwischen 80 und 100.000 Besucher hierher. Over a year we can have up to 100,000, but lately it's sort of round about the 80,000 people a year. Julius von Haast, who was the first. Julius von Haast übernahm für seine Bergüberquerung eine Route von den Ureinwohnern, den Maoris. Es war eine für die damalige Zeit recht schwierige Strecke. It was a long time ago and it would have been a route that the Maoris used in the early days. Maoris würden heute hier so gut wie keine mehr leben, erzählt sie uns. No local Maori anyway. So we are passing on to Franz Josef. Auf unserem weiteren Weg nach Fox und Franz Josef gäbe es noch einiges zu sehen, meint sie. Beispielsweise den Ship Creek, der auch zum Weltkulturerbe gehört. Fox, about 15 kilometers north of here at Ship Creek. You need to stop there. There's two beautiful walks and they're two reasons why we're in the World Heritage Area. Wonderful. Yep. Thank you very much. Vor der Mündung in die Tasmansee führt eine Brücke über den Haast River, von der aus die ganze Breite des im Frühling Schmelzwasser aus den Bergen bringenden Flusses im Licht eindrucksvoll sichtbar wird. Vom Aussichtsturm am Ship Creek blicken wir auf die Tasmanische See. Hier müssen wohl früher einige Schiffe gestrandet sein. Bei aller Schönheit des Ortes, eines ist doch sehr störend, die Sandflies. Sie treten in großen Mengen auf und stechen unerbittlich. Gott sei Dank haben wir sie nur hier an der Westküste erlebt, danach nie wieder.
Wir befinden uns hier am Fuße des Franz-Josef-Gletschers inmitten voll tropischer Vegetation und gehen circa 1 Kilometer bis zu einem Aussichtspunkt, von wo aus die Gletscherzunge weit in 3 Kilometer Entfernung zu sehen sein soll. Es ist kaum zu glauben, dass in kurzer Distanz schon eisiges Hochgebirgsklima herrscht. Die aus Eis und einer Gerölldecke bestehende Gletscherzunge des Franz-Josef-Gletschers. In etwa 3 Kilometern Entfernung. Wilderness, and that's the shot, but from the road and where you walk you can actually see them, and you've got the Nigel ist der Verwalter der Bungalow-Siedlung, in der wir eine Nacht verbringen. Er erzählt, dass die Anlage vor 6 Jahren im Schweizer Chalet-Stil errichtet wurde. And it was designed on the Swiss chalets in the Alps. And as you can see the design of them. Anders als bei üblichen Motels bestünde die Einrichtung jedoch aus einzelnen, nicht zusammenhängenden Wohneinheiten. Bis zu 5000 Besucher zählt man pro Saison. Die meisten bleiben 1 bis 2 Nächte. Wegen der Schönheit der Umgebung zu verlängern, schlägt jedoch oft fehl, da die Übernachtungsmöglichkeiten sehr begrenzt sind. And you are from? From Wellington, North Island. Nigel liebt sein Land und bezeichnet sich als echten Kiwi. Er stammt aus Wellington, von der Nordinsel. Windy Wellington. No, we're true blue Kiwis and this is just paradise down here. Wenn Nigel vom True Blue Kiwi spricht, meint er die Eigenschaften fleißig, erfinderisch, geerdet, freundlich und bescheiden. Das seien echte Neuseeländer. Er lebt hier in 5. Generation. Seine Vorfahren wanderten aus Schottland und Irland ein. And yeah, 5th generation, and this is home, but this is paradise. Dieses Land ist ein Paradies. Hier satte Weiden, dort die Berge und hinter uns die schneebedeckten Südalpen. Was willst du mehr? What more can you ask for? No, you paradise. Have every kind of scenario you have got together here. Yeah. Exactly, it's just paradise. Ansteckend diese Freude und Stolz. Wir folgen Nigels Empfehlung und machen uns auf den Weg zu den Pancakes. Die 128 Kilometer Umweg zu den Pancake Rocks waren nicht eingeplant, sollten sich indes lohnen. Greymouth ist mit knapp 10.000 Einwohnern der größte Ort der Westküste. Ein schmuckes Städtchen. Circa 40 Kilometer nördlich von Greymouth gelangen wir zu den Pancake Rocks. Die Felsen sehen aus wie übereinander gelegte Eierkuchen, wodurch sie zu ihrem Namen kamen.
Die Entstehung der Pancake Rocks Felsformation geschah vor 30 Millionen Jahren durch übereinander geschichtete Ablagerungen von Kalksedimenten und Tonmineralien. Sie erodieren unterschiedlich schnell. Wellen, Wind und Regen ausgesetzt, schreitet die Abtragung stetig voran. Das Wasser der Brandung bricht sich an den zahlreichen Felsnasen in Höhlen und Ausspülungen und drückt zurückfließendes Wasser und durchströmende Luft durch enge Löcher und Röhren in Felsen, was oberhalb der Felsen als Blowholes sicht und durch starkes Zischen in der Luft hörbar wird. Ein gut ausgebauter Rundweg führt durch die Felsen. Von verschiedenen Plattformen aus hat man einen direkten Einblick in die tosenden und spritzenden Brandungslöcher. Wir lassen die Kraft von Wind und Wellen in den zerklüfteten Felsen ausgiebig auf uns einwirken und treten dann nach einer Stunde den Rückweg auf die ursprüngliche Route an. So, wir sind auf dem Weg zum Arthur's Pass. Wir kommen von den Pancake Rocks. Heute Morgen sind wir aus Franz Josef gestartet. Jetzt geht es zum Arthur's Pass und dann weiter bis nach Christchurch. Auch hier präsentiert sich die Landschaft mit Licht und Farbe, wie auf einem Bild aus einem Reisekatalog. Der Transalpin ist eine Zugverbindung des Personenfernverkehrs zwischen Christchurch und Greymouth auf der Südinsel von Neuseeland. Der Name rührt her von dem Fahrweg des Zugs, der auf seiner Fahrt die neuseeländischen Alpen überquert. Die Länge der Strecke beträgt 223 Kilometer. Der längste Tunnel mit 8,5 Kilometer Länge ist der Otira-Tunnel unter dem 920 Meter hohen Arthur's Pass. Der Kea, ein großer neuseeländischer Papagei, gilt als besonders neugierig und verspielt. Er untersucht oft Dichtungsgummis an Türen und Fenstern von Autos, wobei der Lack schon mal häufig mit dem kräftigen Schnabel bearbeitet wird. Nach der Überquerung des Arthur's Pass verändert sich die Landschaft völlig. Trockene, helle Felsen und weite Graslandschaften. Daher sind auch wieder mehr Schafe als Kühe zu sehen. Die Strecke geht nun wie eine weitläufige Achterbahn durch die äußerst reizvolle, abwechslungsreiche Landschaft.
Nach dem Porter's Pass gelangen wir wieder nach Canterbury und erreichen schließlich gegen Abend Christchurch, den Ausgangspunkt unserer Reise über die Südinsel.